Bis heute Interview immer noch, ne? Weil wir noch immer keins gewonnen haben. Ja. So, zurück zum Thema, die Level 1 invaden uns immer. Ja. Stimmt, die waren das. Das sind genau, die machen Cheezer das jedes Mal. Die dann sogar All-Chatten und dann. Ja. Genau, die haben Kha'Zix gebannt. Ändert das irgendwas? Wir haben Seraphine Yumi noch bei denen geplant. Genau, also Wukong Firstpicken einfach. Ja, da ändert eigentlich nicht viel, ne? Also die Frage ist, ob wir Wukong Firstpicken würden über Seraphine Yumi. Ja. Nein, das ist die wichtige Frage. Tu mir nicht. Nee, Wukong brauchen wir, weil der auch für die Seraphine ist gebannt. Dann bannen wir jetzt Ornn, ja? Dann bleiben wir bei Ornn, ja. Hörst du mal an Yumi? Eigentlich wollte ich heute richtig schön ins Horn blasen, aber wird wohl nix. Nein, dieses Mal nicht. Ich habe gerade rausgefunden, dass Jinx Jungle ziemlich broken ist. Okay. Das ist Yumi First Pick, ne? Geil. Ja, das sehe ich uns. Aber was picken die dagegen? Die haben sicher was geplant, oder? Also wir picken jetzt Zumi unten, oder nicht? Ja. Ihr habt das nicht Angst vor Pike oder so, ne? Oder Twitch oder Ezreal. Ah, ich würde Ezreal oder? Wir haben ja auch noch Optionen. Zeri spielen. Twitch ist keiner noch Recall Lane. Wir können ja schon. Ach, das ist schon wieder der Champ. Actually, wir müssen aufpassen. Wir müssen diesen Champ bannen. Der ist so broken. Das ist der letzte Patch, der wirklich noch gut ist. Ja, müssen wir, glaube ich, auch nicht wirklich. Aber wir sollten wahrscheinlich Pike. Ehrlich gesagt. Wieder das ist Seju Top. Ja. Also die haben das schon mal gespielt und da war es eine Seju Top-Lane. Und ich glaube auch nicht, dass Rocklo Belveth spielen würde, oder? Ja, ich glaube, die geht schon Seju Top. Ja. Behave will Carry Jungle spielen. Ja, glaube ich auch. Also ich gehe wieder jump. Ich meine, Belveth kann halt irgendwo anders hingehen, Geist. Also ja, ist Seju Top. Okay. Was hast du gegen Seju? Wir können nahe Gangplank Mordekaiser, also können alles picken. Aber sollten wir hier nicht ADC picken? Sollten wir hier Ceri dann securen? Wir haben drei Champs, die wir picken können auf ADC, die ich geil finde. Also ja, was willst du? Aber du solltest den besten Lane-Stärksten nehmen, I think. Ich würde Lucian spielen, sehr wahrscheinlich. Lass mich auf den Mann nehmen, Leute. Aber wollen wir nicht Botland Combo picken? Lucian picken ist richtig geil. Was würdest du denn nehmen? Geh Toplane. Combo-Pick ist wichtiger, glaube ich. Dann geh nah, I don't care. Aber ich habe drei Champs, die geil sind. Ich habe mehr als drei. Also, Wir hätten auch Lucian gehen können, aber ich weiß nicht, ob sie den bannen würden. Weil ich weiß nicht, wie gut. Ich habe ihn jetzt gezeigt. Ne? Ich glaube nicht, dass sie Lucian bannen. Das Problem ist, Geist, Lucian, wenn wir jetzt einfach so Twitch oder so nehmen würden, könnten die einfach Pike gehen, oder? Aber brauchen wir nicht. Also macht Lucian genug Damage gegen Solo Frontline? Brauchen wir hier nicht Ceri? Lucian macht sehr viel Damage mit Yumi. I don't know, ist halt geile Lane. Ich würde Ahri bannen. Wir brauchen jetzt zwei AP-Bands, ja. Ahri und was spielt er noch? Und sonst können wir schon Zeri spielen. Mal gucken. Veigar hat er noch gespielt, die Sandra hat er noch gespielt. Corki ist noch on the table, no? Ja, aber Corki spielt aber das Fendi ist dann, ne? Okay. Also hat er zumindest noch nicht gezeigt. Er hat Zilos hat er mal gespielt. Wir brauchen Heavy AP mit der. Er hat Akali hat er gespielt. Ich glaube, Viktor ist ziemlich gut gegen Belveth, weil du ihre E ulten kannst. Ich glaube, Viktor ist relativ gut. Wir sollten Akali. Wir sollten safe Ahri bannen, weil wir sonst damit können sie am leichtesten für Botlane dann. Ahri und Akali dann, ja. Weil die hocken uns sonst die ganze Zeit Botlane an. Und wir wollen wahrscheinlich, welchen Champion? Corki oder Viktor? Der AD Carry, meine ich? Ich stelle mich auf Lucian, Tobias, mit Yumi. Aber wir können auch. Honestly, lass keinen Lucian spielen. Ist sicher noch gedammt, sehr gut. Lass lieber Ezreal oder Twitch. Dann gehe ich Ezreal oder Twitch. Ich glaube auch, dass wir Ezreal hier brauchen. Mit Twitch werden wir 0-15 in Lane gehen, wenn die ihr Spiel durchbekommen. Je nachdem, was wir spielen jetzt hier. Ja. Akali war der Bann, ne? Ja. Es gibt ja auch noch Xayah, ne? Xayah ist, glaube ich, auch sehr gut gegen die. Xayah, Yumi klingt wütend. Ich nehme hier auf Ezreal als Xayah. Also, falls sie jetzt Ezreal picken oder so. Ach so, ich glaube nicht, dass sie Ezreal picken gegen Yumi. Ezreal ist nicht gut gegen Yumi. Nee, können wir auch nicht vorstellen. Wenn die Ezreal gehen, können wir doch Twitch spielen, oder? Ja, würde ich schon sagen. Die können halt trotzdem Botlane ganken, die haben trotzdem Prio, würde ich sagen. Wenn die Wave hart pushen wollen. Ja. Aber wir scannen halt besser, würde ich sagen. Wie sieht denn jetzt der Level 1 Invade aus? Ist also Yumi hier nicht voll okay? Ist okay. Kha'Zix ist halt ein kleiner Counterpick, so, aber ist okay. Ja, das ist voll whatever, glaube ich. Wollen wir Corki oder Viktor oder Veigar? Ich würde lieber Viktor nehmen. Dann nehmen wir Viktor. Weil ich glaube, du kannst ja doppelt canceln. Ich glaube, das ist ziemlich gut gegen die. Ja, naja. Also Viktor ist allgemein sehr, sehr gut hier, Leandros Viktor. Ja. Wir brauchen Heavy AP Mitte. Akali ist raus. Ist alles gut. Also wahrscheinlich Lissandra reingehen oder so? Geh Viktor, ja. Ich lock ihn direkt, ne? Die brauchen ein bisschen. Obwohl, die haben schon sehr viel Schaden. Die können Utility Mitte nehmen, ja. Was willst du für Summoners spielen auf Ezreal? Actually, die scannen richtig bad. So wahrscheinlich Exhaust scannen.
Oder Cleanse. Aber Exhaust wäre besser. Also ich glaube, dass wir die hart ausgehen. Ja. Okay, ich habe einen weirder Vorschlag. Wie wäre es, wenn du Barrier spielst und wir spielen Heal Exhaust auf Full Survive, weil die müssen uns Botlane diven und hopsen. Die werden niemanden diven. Die können uns schon diven, glaube ich. Alter, wenn wir keine Assistance kriegen. Gut, ne? Ja, weil wir können schon Barrier. Also ich glaube, dass Barrier, Heal, Exhaust der Best Slot ist. Ohne Ignite meinst du, ja? Komm an. Ich mein, bei Ignite gibt, ist nur gut gegen Sylas, ja. Eigentlich. Ist schon. Ich meine, es war nicht besser. Also ist fein, so mit nur Full Survival zu gehen. Also ich glaube, das ist halt deren beste Winning Condition, dass sie uns einfach komplett weghauen unten. Das stimmt, ja. Deswegen ist es, glaube ich, ja, gut. Cool. Also ich will an sich nicht unbedingt bis zwei Items nicht fighten wollen, weil ich krieg zwei Items sehr wahrscheinlich vor der Kaiser, auch wenn die hart Botlane spielen, weil meine Items günstiger sind. Es gibt eine EDG, man kann die auch contesten. Ja, der wollte die doch unbedingt. Lol. Also Leute, wir müssen unbedingt uns jetzt Level 1 überlegen, was wir dagegen tun. Ihr könnt das Level 1 nie fighten gegen die, Zeit. Sind wir uns sicher? Ja. Der Sylas wird wahrscheinlich über die Wand wollen hüpfen, wir, ne? Vielleicht, und wir wollen cheesen. Vielleicht Level 1 probieren zu cheesen, Five Man, wenn sie reinlaufen oder so. Ja, das könnten wir gewinnen, I guess. Es ist ziemlich nice, Level 1. Wir verlieren. Java Flag ist ich auch glaube, wir verlieren. Also wenn wir gut stark, sind stimmt, und okay. Fünf, also wenn wir zu 5 sind, wir haben mehr Range Champions, guys. Wir gewinnen 100 pro. Das Ding, ich kann halt, es ist halt schwierig für mich rauszugehen, wenn mich Nautilus Flash autotacken kann, aber gestern können wir ihn einfach, der Clash Leader, dann können wir ihn einfach töten. Dann lass mal unten im Raptor Busch. Aber denk dran, dass der Sylas könnte über die Wand gehen. Ja, yeah, lass mal einfach alles zusammen im Raptor Busch stehen. Okay. Ja, das können wir machen, vielleicht eht der da legit rein. Genau. Ja. Was für ein Yumi, aber E-Spell auf Yumi ist bei so einem Level 1 Fistfight besser als Q, oder? Ja. Würde ich auch sagen. Weil, stimmt, gibt auch Movement. Weil Q macht nur kurz Damage und genau. Dann gibt es Attack Speed. Ja. Aber allgemein, also rausgehen und tanken ist auch nicht bad als Yumi. Weil Level 1 haben die Leute nicht so viel Schaden. Ja, klar. Außer Belveth, kein Flash. Und Nautilus ist nicht tanky mit Glacial. Ne? Ich glaube, das können wir schon gewinnen, Level 1. Und wir haben Combat Summoner. Belveth kann aber sprinten. Ich glaube, die kann sehr schnell da sein. Kann die so schnell wie wir da sein mit den 4 Dashes? Ja, ne? Nein, wir sind immer schneller. Also wir gehen hier rein. Also ich würde sagen, einer kann vielleicht in den Drybush gehen zuerst und dann. Also da warden und dann kommen. Wer macht? Also ich kann nicht, ich bin zu langsam. Ich kann. Okay. In den Drybush. In unseren. Ich laufe in den Drybush. Ich bin auch seiner Seite auf Midlane gehen und versuchen Yumi zu hooken, als du Gold farmen willst, aber das macht glaube ich nicht mehr in Competitive. Nee. Okay, was tun wir gegen den Late Invade? Das ist auch eine gute Frage. Ich stehe hier bis 1.28. Wollen wir hier einfach chillen und 4 gegen 4 fighten? Ich glaube, wir haben schon, also Facecheck sollten wir schon gewinnen. Ja, glaube ich auch. Facecheck sollten wir gewinnen. Geh von mir runter. Ich warte einfach hovern. Du bist 1,25 oder so und dann deine Blastcone nehmen. Das könnte auch sein, dass die Topset denken, dass sie 2v2 uns zerstören oder so, ne? Ja, tun sie probably auch, right? Ja, es geht. Meinst du, Joanne hat kein Flash? Nee, deswegen. Ich glaube, 100 Level 1 ist not bad. Oh, hier. Ich komm zurück. Wir fighten. Was ist denn noch? Wir können nur fast Target hitten hier. Wo? Will das? Ja. Wir gewinnen, wenn nah da ist. Go, was ist Nautilus? Ich muss ja rausflashen. Kann ich über die Wand gehen? Flash Auto. Okay. Kannst du alles nicht hitten? Der Sylas vielleicht. Der wird's. Ich komm von links nochmal. Von hinten kommen, ja. Ich glaub, du musst bald nach oben, ne? Die ganze Welt crash. Ich muss bald TP'en. Ja, scheiß auf den Sylas, glaube ich. Krieg den nicht eingeholt, ich TP'e. Ja, das war's. Schade. Die waren viel stärker als Level 1. Ich da, ne? Nee, du musst Numbers haben halt. Ja, lass dich das wirklich jedes Mal machen. Ja, wenn es jedes Mal klappt, ne? Aber ich meine, die gute Nase ist, du kriegst deinen Buff in Ruhe. Das hat nicht ganz so geklappt, wie sie wollten, also ist nicht so schlimm. Wir haben mal so ein richtig starkes Level 1 Team picken. Sylas hat keinen Flash, ne? Der hat nicht auf mich geflasht, ich weiß nicht, ob er geflasht ist. Ist, glaube ich, auf mich geflasht. Der ist unten auf den, der unten stand. Er hat auf mich drauf geht, nur. War doch wirklich gut gewesen. Bitte? Ist... Wenn der aggressiv spielt, können wir ihn sehr, sehr leicht punishen.
Ja, der ist jetzt, der muss noch einen Reset nehmen und dann ist er sehr, sehr stark. Eine kann aber auch einfach sicher farmen, also du musst nicht mitkommen. Ich habe keine Thumbstop. Also Nautilus oder Hexflash. Möglich, dass Nautilus jetzt schon. Okay, Nautilus Bot. Wissen, wo Belver farmt? Nein, nein. Nee, also, die ist gestorben und hat irgendwo angefangen. Ist nicht gestorben. So, der wirst wahrscheinlich zu gut gestorben haben. Botlane ist stimmt, in Fog. Dann kommst du Richtung Clubseite. Wenn ich hab hier. Könnte sein, dass Kala hat schon Base. Aber Nautilus roamt vermutlich. Wenn du mich danach Cover kannst oder für Cover oder so spielen, ich hab kein Flash. Ich bin relativ low. Okay. Oder einfach die Camps mit Basen. Außer du hast Cryo, dann könnten wir mehr. Ihr habt das gehört, ne? Nautilus kann theoretisch sogar top laufen. Aber ich habe weder Wards noch. Kann der jetzt aus der Base hier zu mir laufen? Kann er. Ja, Torgen, dann ist das ein bisschen schlechte Nachrichten für dich, oder? Ja, geil. Das ist komisch, Reset mit meinem Aber ich schau gleich mal die mit der Pflanze. Aber unsere Wave slow pusht jetzt. Ich weiß nicht, kann das pushen. S-Bot. Silas ist missing, guys. Gleich wieder mein nächsten Mords. Silas hat, glaube ich, TP'd. Ja, ich meine, ich kann dir zumindest das hier geben. Er hat ein bisschen Item Advantage jetzt, ne? Also wir müssen bei Skirmishes extrem aufpassen. Der ist auch Richtung Top oder. Der war Topseite geworden. Er hat einen Darkseal. Like, it's okay. Und du jetzt auch, das ist schon mal. Kann schon. Er ist auf jeden Fall stärker als ich, deswegen kann er sich bewegen. Ich hab bald wieder meine Summons. Ja, ich werde gleich Slash. Bei euch mal extrem stark gerade pushen, okay? Mhm. Wenn ihr kurz auf mich wartet. Wenn die halt 3 gegen 3 sind, dann können wir das immer rauspushen. Aber die pushen das rein wieder, das ist fein. Die freezen das nicht. Könnt ihr ein bisschen gegenpushen, sodass ich vielleicht in den halt Busch kommen kann davor? Der Nautilus hat ja kein Flash. Lol. Ja, nee, können wir. Er hat gerade cool dann. Geused. Ja, halt ja, ich schaffe es in den Busch. Weißt du, jetzt könnt ihr es reinpushen lassen. Ich hab keine Hexe. Ist gut. Ist ein Freaker. Bellwaffe war, glaube ich, auf dem Weg wieder runter, wenn ich mich nicht verguckt habe gerade. Kriegst du, ne? Ja. Nice. Wir hatten mit auch nichts benutzt. Können wir das freezen? Hm. Ich muss halt basen irgendwann mal. Lassen 3 Minions hier stehen am besten. Mhm. Ich würde es halt reinpushen, wenn ich base. Wenn die smart ist, bleibt sie und wartet, bis ich base. Ja. Dann stehe ich auch. Ist fein. Ich bräuchte nicht unbedingt einen Push-Out, wenn es geht, weil ich glaube, die Bellwaffe kann ja sehr easy noch warten. Die ist auf jeden Fall gebased, aber Nautilus könnte jetzt mit sein auch. Ja, true. Ja, Text ist ein bisschen schwierig, ne? Sollen wir versuchen, die Wave zu halten? Nee, ich glaube, es ist nicht worth. Okay, die Wave kommt langsam zu mir, glaube ich, wenn ich nichts mache. Nautilus immer noch mehr. Ich kann dir hier einen Ping-Out geben, wenn dir das hilft. Ready? Ist ein Limit hat zu pushen, aber wir müssen trotzdem halt diese Vision-Dinger hier. Ich will dir einfach ein bisschen CS dafür, ne? Das ist okay. Okay, jetzt bist du safe. Nautilus ist also die Nautilus könnte theoretisch darüber hexwischen, I guess. Der könnte gerade überall sein, ja. Nautilus war genau da. Nice call. Wirklich genau da. Ich sag ja, Maphack called Agurin.exe. Die Wave kommt jetzt langsam zu mir, dann bin ich wieder fein. Was machen wir wegen Herald? Ja, das wir Problem, chillen ja. Und scalen, das ist das Allerwichtigste, scheiß auf Herald. Wenn, also ja, wenn das schlecht Herald ist, will ich den nicht. Contest. Das ist Bellwaffe Herald aber, ne? Das ist, also ist ein bisschen besser, ja, aber es ist halt, whatever. Wir können probieren. Lieber nicht hinten dafür. Wenn Juni gegen Nautilus nicht rum kann. Genau. Hm. Ja, nee, glaube ich auch nicht. Low pushed. Die Juni ist auch ziemlich strong jetzt, die könnte sogar versuchen. Kann ich hier face checken kurz für den Pink? Warte, bis ich die Wave. Es könnte passieren, dass die Juni Botlane kommt, ultet und dann hochdepeat, by the way. Warte kurz so 20 Sekunden. Mit ist missing auch, Care. Mit ist missing, maybe bot dives oder so. Kann ich wir die gehen hier raus. Dann ich kann auch hier reinpinken, actually. Bleiben uns die Jani euch nicht auf. Nee, ich glaube, die Krabbe nehmen. Wir brauchen hier Vision gerade. Ja, lass mal Base, der ist jetzt wieder da. Okay. Oh, hier war eine Dingens, eine Bellwaff. Oder eine Sage war hier, actually. Push mal Top ein bisschen durch. Okay. Soll ich die Krabbe abgeben? Nein, ich bin Digger, ne? Wir geben mir nichts ab. Dann, also du musst mir helfen, ziemlich sicher. Ja, aber ich wollte gerade auf dem Reset-Timer, ne? Okay, dann push durch, ich kann die abgeben. Du musst die aber nicht, du kannst einfach fighten. Die nehmen gerade Drake unten, ne? Die machen du musst halt Belves Solo machen, jetzt kann... Weil der, also der war hier in dem Busch und gerade gewartet, das wollte ich sagen. Ja, das war vielleicht die Sejo, oder? Ja, die Sejo. Ja, die haben Drake also, gemacht. Du musst halt nicht, wo die Belves ist. Wir sind Botlane. Schönes Ding. Wir haben noch 2 Pots. Mhm. Wave pusht jetzt dann langsam wieder zu uns, zu mir in der Mitte. Ich muss erstmal kurz. Der hat dann eine Wave Roam, ja. Muss kurz auf die warten. Könnte bei uns in den Camps sein, aber. Ja. Muss nicht sein. Schon 6.
Nee, nee. Aber bald. Also wahrscheinlich nach dem Buff. Also die wird beim Harry Level 6 sein auf jeden Fall. Nord könnte jetzt ja resetten. Ja. Vielleicht machen die kleinen Swap. Ich denke, ja, die werden jetzt wahrscheinlich Sejuani swap gehen. Und die machen einen kompletten Swap, probably. Also wir sollten auf jeden Fall nicht gegen Sejuani pushen, by the way. Dann. Ihr swappt einfach mit und dann defendet ihr weiter. Aber wir contesten Harry. Wir sind halt nicht so stark beim Harry, ja. Ja, ich hab Aus Fire, aber ich werde nicht mehr genau sein. Seju hat TP, ich auch. Okay, dann können wir auch nicht wirklich 5 Mann top machen. Spielt einfach also kann das XP und Gold. Die Safe Base, 100%, die swappen. Ja, wir sollten relativ bald halt gegen eben nicht, nee. Direkt. Die sind oben. Dann gehen wir wieder runter. Oder? Ja. Ich glaube schon, aber ich meine, Nautilus soll auch alleine hinkommen. Einfach für den Nee, die machen Nautilus, geht dahin, Kaisak. Und wenn Ding ist Bot, das TP ich dann nach Botlane. Die sind Mitte, die machen Full Swap. Dann wollen wir nicht fighten, dann geht Botlane. Dann wir kriegen halt nichts davon. Dann geht Botlane. Wenn die auch hier sind, also mit Kaiser dann, ja. Da können wir den Kaiser-Move dahin. Okay. Am besten du Level 6, Kani. Hier. Slowly but steady, Bro. Okay. Die gehen jetzt top, aber jetzt gehen sie top. Das, alle? Fünf Mann können wir top. Das defenden, Algorin? 5 Mann? Das sind 5 Mann. Also wenn das wir gehen in unseren Topside-Jungle. Silas okay, ist Sejuani recall-tippied Bot. Ihr müsst irgendwas stoppen. Ihr müsst irgendwas stoppen. Ich kann jetzt hochmoven. Jetzt komm ich. Dann pushen wir das und dann gehen wir noch resetten. Ja, wir brauchen alles. Wenn jetzt mega nah, das sind 4, ne? Wir müssen halt in das Tower abgehen. Das ist nicht gut, ne? Sejuani ist halt immer noch top. Vielleicht gehen wir auch für Pub-Toten hier jetzt. Wenn wir nicht top gehen jetzt. Ich glaube, jetzt ist es anyways too late zum Stoppen. Nee, also natürlich. Silas kommt auch, ne? Silas kommt auch. Doch, der kommt auch. Können aber wir können schon noch defenden. Meinst du? Ja, oder? Der Turret ist extrem tanky. Wir tippen Botlane. Schönes. Sejuani hat kein Ult, kein Ignites. Okay. Ich push einfach die Wave dann. Ja, dann gehst du Mitte. Oder? Ja, aber die haben nicht den ganzen Turm bekommen, immerhin. Ich tippe einfach Mitte, I think. Naja. Ich bin jetzt. Können wir die Krabbe contesten? Können wir die Krabbe contesten? Ich hab kein Ult. Erzeugen. Wir können jetzt Mitte shiften. Ich move. Wir shiften auch mit. Die ist da drin. Komm ich. Ja, lass einfach die Karte. Ich hab die, okay? Mhm. Ich geh hier wieder hoch. Wenn ich so dumm bin, komm ich mit einem Mega Timing. Nee, hab ich. Können wir auf den? Nein. Ich hab Ulti. Hatte Flash. Ich glaube, du sollst dich jetzt loslösen und bei mir sitzen. Okay. Das ist ein sehr guten Spot, by the way. Ich bin zwei Level über dieser Base. Ja, der Base und Wall. Das war richtig geil für uns. Die wollen jetzt okay, dann gehe ich Base und lauf zu Algorin. Ja. Die wollen jetzt vielleicht Bot. Ein bisschen Solo XP auch. Genau, das ist da Wall. Wir swappen wieder zurück, ne? Ja, ich will nicht mit dem Bot. Ah, du kennst diese Base, perfekt. Actually, ich hör auf. Der Top-Turret ist halt angeschlagen, ne? Also der. Oh, whoops, falscher. Können wir den irgendwie verhindern, dass sie den kriegen? Ich meine, wenn die Sejuani alleine oben ist, sagen wir fuck it, einfach 1v1. Kriegt sie nicht. Wenn die Botlane von denen oben ist, machen wir ein Play drauf. Also ab jetzt würde ich alles spielen. Der Nauti hat keinen Flash. Ich glaube, wir sollten Algorin jetzt nutzen, ja, der ist sehr, sehr stark. Der Nautilus ist halt auch nicht tanky mit seinem Glacial. Der stirbt wirklich schnell, wenn wir auf den gehen. Ich habe noch keine Items, also ich brauche noch ein bisschen, bis ich stärker werde. 16 Sekunden für Ult, dann würde ich ein Play probieren. Mein Kaiser hat auch noch keine. Haben wir irgendwelche anderen Summoners? Ich weiß nur Nautilus Ult. Flash. Wissen wir, ob Seju gerade TP'd hat bei dem Play? Ja, Seju ist Bot-TP'd, ne? Okay. Ich kann Bottle nicht rauslaufen. Nach dem Play, kannst du kurz eine Sekunde warten? Ich würde nach dem Camp, hier bin ich Level 9, dann können wir alles contesten, Botzeit, okay? Level 9? Ja. Wenn ich für mich gehen, seid ihr da, ne? Ja. Naut könnte halt auch mit dir sein. Ich bin ein XP. Oder Bot. Ja, ist Bot. Gut. Wir collapsen jetzt Botlane. Also nach, wir holen kurz Freddy ab und dann collapsen wir Botlane, okay? Mhm. Ich krieg schon 1v1, der muss mich respektieren, eigentlich. Das ist umso besser. Jetzt, let's go. Die haben hier einen Pinkwort drinnen. Oh Gott, Velvet hat euch gesehen. Okay. Ja, die laufen weg schon. Die laufen jetzt hier hinter. Ich geh rein. Wir haben ja keine Wave hier. Pushen nächste Wave und kommen wieder, oder? Nächste Wave Mitte und dann... Ich geh's ein Wort, hast du Sweeper? Velvet ist Botlane, actually. 45 erst. Ich kann hier Mitte dazu. Lass mal Mitte pushen und dann rotieren wir zusammen nach unten, Freddy, okay? Wir können auf eine Platte nehmen, theoretisch. Nee, lass Dragon spielen. Das ist ziemlich gut für die. Aber ich weiß nicht, ob wir das unbedingt fighten wollen. Doch. Wir haben mitgebracht. So stark. Können wir alle kommen? Ich kann move, aber Seju kann schon Mitte sein. Ich ulte. Alles kann auch strong. Silas kommt. Go Nautilus, mein Mann. Ich komme erst von hinten. Also das ist ziemlich gut, glaube ich. Wir gewinnen das. Nautilus Flash. Did den Dragon? Actually, könnte das fighten. Ich bin gleich da. Sehr, sehr easy. Hat er Flash? Ich glaube, ja. Aber das könnte Dragon nehmen? What? Ja, ich muss Botlane auspushen eigentlich, da.
Dann push Botlane, dann push Botlane und wir dann machen den Dragon gleich mit mir. Okay. Ja, wir warten auf dich für den Drake, ehrlich gesagt. Ja. Ich nehme dann auch nochmal einen Reset. Du okay. Musst, Kaiser sah so aus, als würde sie Toplane verschieben. Wer von denen hat geflasht? Hat die Kaiser geflasht? Full Life. Ich glaube, Full Life. Ja, ist auf jeden Fall. Ich glaube auch nicht, dass sie geflasht hat. Könnt ihr nach der Wave zum Dragon gehen, anfangen? Direkt? Nicht besten, ja, ja. Okay. Ja, die müssen Botlane Wave catchen, aber ja, die sind stärker aktuell, wenn sie Face checken. Die haben keine Ultis. Nauti ist schon hier. Mitte hat TP'd. Ja, ich glaube auch, wir sind viel stärker als die noch. Lass einfach den Dragon nehmen. Na, aber ich bin noch nicht Basen gewesen, ne? Ich auch nicht. Ich würde nicht sagen, also dass wir sind, glaube ich, nicht stärker. Also der Kaiser ist doch niemals da jetzt gerade, oder? Doch. Wir müssen den lass machen. Lass auf den Links gehen hier, oder? Wir müssen ja nicht unbedingt. Es kann auch Split jetzt. Okay, warte, wir gehen ab. Ja, ja. Der Botlane wird verloren, I guess. Besser als, dass wir hier verlieren. Ja, ja, das Game verlieren. Gut. Ich müsste. Oh, Belveth auf uns. Ich glaube, du musst maybe raus. Und mit Term? Nee, ne? Holy shit. Pest du Midlane? No way? Da kommen noch ja. Die Bonus für dich. Okay, also muss nicht unbedingt. Ich habe nur 3 Minions oder so. Ich gehe einfach Bot. Muss ich schon nicht. Ja, musst du nicht, Ich war nur 3 Minions. Ich muss zu Fuß Botlane laufen. Ich brauche 100 Gold auf Moonstone. Boah. Okay. Aber das Game sieht gut aus. Wir müssen nur den nächsten Drake. Wir müssen auf Kaiser 8 geben. Kaiser ja, strong. Ein bisschen Kaiser respecten. 160 auf Moon. Was ist missing? Ich habe 15 für das letzte Upgrade, aber ich habe gerade keinen Flash. Bot ist missed right now. Die sollte. Okay, sie ist top. Bot die können halt hier im Busch sein. Die könnten im Busch sein. Ich kann ja überlegen, den nur, wenn sie da sind. Da ist ein Herald, also ich kann die Leute, by the way, echt auf mir sein. Nicht auf die ganz. Immer. Okay. Hab jetzt nur noch so Lichtwerk. Die sind, gehen vermutlich von Herald, aber wir können pushen, dann rotaten. Das Ding ist, ich will 100 Gold haben, dann habe ich Moonstone. Okay. Ich weiß nicht, ob wir. Sind die hier? Nehmen den Herald dann. Da sind die. Okay, dann lass doch den Botlane Tower nehmen. Wir nehmen Botlane Tower. Wir nehmen Botlane Tower und dann lass den Botlane Tower. I don't like it. Komm, geht base actually. Ist zu spät, die haben den also, okay, wenn ja. Ihr, wenn ihr müsst den Bot töten. Okay, dann nimmt den und dann kommt danach, okay? Weil die, wir verlieren ja, Herald hier. Ja. Das heißt, sie haben nächste Herald-Form von der Belve. Did you bot? Wir fein gegen die? Ich glaub schon. Nimm einfach Tor und abhauen. Sie hat jetzt und jetzt, dann, ne? jetzt kommt ihr mit, okay? Ich verschieb Bot. Also das da unten überleben, da das. Das ist fein. Okay. Ihr müsst jetzt mitbekommen, ne? Ihr müsst mitbekommen. Freddy, die werden mit Helden. Mit Belve. Sieht noch Kaiser ist actually top. Ich renne um mein Leben. Hat die Sejo geflasht? Nee, die hat keine. Ja, geultet hat sie. Geultet ignited. Sieht nicht aus, als würde ich dafür committen. Ja, wir gemeinsam festchecken, ich hab jetzt mega nah. Ich komm zu dir. Belveth zu sehen bei Argorin? Ich hab noch keine Ult down. Mein Top Tower ist eh down. Da wollen sie eigentlich Harold nicht usen. Wir haben keine Info über die, ne? Ich würde schon noch ganz gerne Wave defenden, wenn die nicht. Belveth war top. Sind. Mitte, okay. Argorin, ich komme. Kannst du mich abholen? Nicht, dass ich irgendwo gefarmt werde. Nee, du kannst. Sorry. Die Helden Mitte? Können wir Mitte rotieren? Wir können natürlich Mitte laufen. Ich kann Mitte laufen. Wir sehen uns hier über Vision. Ich will den verteidigen. Ich hab keinen mehr gerne. Auch rein? Sejo kann gerade nicht fighten. Bist du raus? Kannst du raus? Nice. Ich bin fein. Kommt er durch? Nautilus 0, ja, Nautilus geklaut. Geh weg, top. Ivesta gerade geflasht. Belveth, ne? Die hat keinen Flash. War das Sylas dann? Jemand ist rausgeflasht aus meiner Ult. Sylas war in der Ult-Stacker, so. Dann was? Dann kann es nur Sylas gewesen sein. Okay, sehr gut. Ich hab mein TP gewastet, unfortunately. Ah, okay. Können wir noch Top-Top finden? Also, die haben kein Herald, kein nichts. Wenn ich alleine bin, könnt ihr den nehmen. Okay. Wenn du Vision hast und siehst, wo die sind, maybe. Aber ich glaube, es ist ein bisschen risky, ja. Belveth Top, Nautilus Top. Muss ich den Knock-Up flashen, ja. Vision Spot. Oh fuck, ich hab gegrieft. 2 Sekunden, warte. Actually, ich geh kurz nochmal einen Cloth Armor. Können die immer noch Topside rotieren? Die pushen Top Line noch eine Wave? Ja, die, keine Ahnung. Salas Topside kurz verschwunden. Nee, niemals. Also, das können wir verhalten. Ich würde die Wölfe. Jetzt geht Salas actually Botside. Ich hab Thorn nehmen und dann gehen wir Botside. Du hast wieder doch den Tower zu dir. Weil ich ist 1 HP. Ich hab jetzt auch wieder Ulti. Okay, das heißt, Sejo 1 HP, keine Ult. Kannst du Dragon Team fighten, okay? Ich hol den Base, ich weiß nicht, wie lange sie schon läuft. Vielleicht krieg ich sie. Oh, ja. Actually close. Close, man. Nice try. Okay, ich bin extrem stark, lass den Dragon fighten. Ich resette für Dragon. Wenn ich keinen Midwave oder Camp kriege, bin ich nicht mehr genau dafür. Es gibt, glaube ich, I guess nur Midwave jetzt.
Das ist ein wichtiger Fight, der jetzt kommt. Ich bin auch extrem stark. Aber ich habe fast Rabadon. Sylas, kein Flash. Sylas ist guter Fokus. Kein ja. 40 Sekunden mein Ult. Sejuani, ich weiß nicht, wie lange die Cooldown hat auf ihr Ult. Ehrlich gesagt. Kannst ja Spot gehen, actually. Na, der wird aber deine Ult klauen, ne? Das ist die beste Ult für ihn. Aber das kann ich eh nicht unterbinden. Noch nicht jetzt Midwave, jetzt Midwave Contest ja. nehmen. Sejo ist top. Vielleicht geben die den einen. Können wir hier kurz wenn die den geben, rein? Können wir nicht einfach diven? Hat Sejo TP? Sejo hat TP, ja. Wir gehen hier. Okay, ja, lass einfach die Pink Watch hier nehmen. Hier ist Sylas da unten. Ja, wenn er keinen Flash hat. Sejo TP kommt. Wir kollapsen auf die unten. Lass unten fighten. Wir sind hier erst auf den anderen. Also, das ist Low-Range. Kassel ist Low-Range. Also, einfach nur Ignite, ne? Der hat kein Flash. Der kann ich hab keinen Ignite, Bro. Können wir gucken? Können wir da unten bitte zuerst? Ja, den hier? Ja, ich meine, wir wollen Drake. Die machen Drake. Okay, ja, lass das Fight an den Dude. Schaffst du ihn lang? Ich hab noch Ulti. Der ist fein. Ich ulte. Ich zurück. Scheiße, ich würde jetzt erzählen. Dann raus. Ich hab jetzt gleich noch eine Chance hier. Die sind super low, Alle eine Spiel. Come on, guys. Okay. Ne. Verdiebt, ne? Kannst du noch einen. Der Kaiser ja, ist so, oh mein Gott. I don't know, man. Ich hab meinen Job auch gegessen. Yes. Der confused. Einfach zum Drake, guys. Ja, ist true. Den unten chasen war so bad. Ja. Okay. Wir haben also einfach kein Damage für den gehabt zu zweit, honestly. Ja, kein Anti. Ja. Meinst du, Kaiser ist stark, ist den League irgendwie kriegen? Jetzt habe ich Anti hier. Wir können einfach stallen, oder? Bis zum nächsten Dragon. Ja, 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 klar. Aber die sind halt sehr weit vorne erstmal. Sehr viel Gold bekommen. Ist okay. Ich hab gleich Rabadons. Ich glaube ehrlich gesagt, wir gewinnen noch 5 gegen 5 Fights. Glaub wenn wir auch. Die slow to fake, also slow fighten. Ziemlich sicher sogar. Ja, der war ja auch sehr, sehr knapp. Obwohl wir. Haben wir hin? Guck mal hier. Vielleicht hinter dir? Oder wollen wir nicht? Ich tippe da nicht. Das ist nicht gut, I think. Geh jetzt top. Wahrscheinlich wir raus. Wir haben auf jeden Fall kein Sejuani-TP. Vielleicht gibt es eine Welt, in der wir Nash forcen können, wenn die über Spotlane forcen wollen oder so. Erstmal ein bisschen chillen, erstmal. Ah, ich würde sagen, wenn Sejuani Botstack ist, können wir schon Fight Topside nehmen. Ja, wir haben TP-Advantage. Ich glaube, nach der Midwave habe ich Rabadons. Ich kann Topline nicht ganz so rauspushen, wenn der Silas wartet und mich dead. Ich bin jetzt. Also, ich habe jetzt mal Rabadons. Kann als nächstes Sonjas gehen oder so? Dann nehmen wir Sonjas 5 halt nochmal. Stopwatch für den Drake. Should be okay. Ich nehme die Topwave für Frozen Heart. Velveth okay. ist hier. Wait, wollen wir das fighten dann? Ich kann moven, ja. Vorsicht, die sehen dich aber, die kommen zu dir. Ich komme. Wait, das can be good. Langsam. Ich Das ist huge. Die Backline, sehr low. Go Backline. Ja, wenn Nash Sejo, können wir noch den Champion chasen? Belveth? Hier? Sejo ist somewhere. Oh, du bist nicht mehr da. Oh mein Gott. Sejo ist da. Ja. Das ist, wenn wir den Kaiser nicht killen. Ja, ihr könnt nur die Kaiser, wenn die Kaiser killen, maybe. Heal in 2. Flash und tatsächlich der Collector. Ich bin jetzt mega nah, aber irgendwie. Maybe, wenn die über die Wand schlecht jumpen, kann ich was machen. Heal in 3. Kaiser hat keine Ult, ne? Kannst du ceasen? Ich glaube Kaiser? Nice, wir haben Kaiser, wir können das hier nicht. Da bist dann gleich. Hier ist einer gerade. Ja, du schon noch da weg. Müsst da kiten, Leute. Kiten. Ja, kann ich mehr machen als das. Ja, der nächste Quadra. Ich weiß nicht, ich dachte, Kani war auf mir im Bett. Nee, ich war noch auf Freddy. Nimmt 2 Quadra-Kills schon für die Gegner. Das ist trotzdem noch Hulu. Wir gewinnen, glaube ich, 5 gegen 5. Das waren auch 1000 Gold für Ezreal gerade. Ja. Soll ich da noch hingehen oder lohnt sich das nicht, Freddy? Was meinst du? Ich glaube nicht, dass die haben keine Kaiser, die gesagt. Machen den nicht. Ich glaube, die machen den sehr, sehr schnell mit Belveth. Ja, ich glaube, du kannst da nichts machen. Wir müssen den nächsten Drake halt irgendwie gewinnen. Wenn wir noch eine Chance haben wollen. Das ist auch Stopwatch für den nächsten Fight. Wir müssen einfach nur slow spielen, dann gewinnen wir. Ziemlich sicher. Ja. Das war aber einfach zu deep wieder. Wir müssen zusammenbleiben. Ja, genau, einfach zusammenbleiben. Und wenn wir eine Position haben, sollten wir sie nicht aufgeben. Ja. Das geht. Wir könnten hier leider halt trappen. Ich glaube, wir müssen Midlane defenden zuerst. Eine Minute. Wenn wir Glück haben, engagen die auf uns. Ich glaube, wir sollten jetzt schon mal einen Fight force, sonst kriegen die Waves. Also, Fight Force. Ich hab mir gerade einmal, wenn ich Mitte kommen kann. Ja.
Aber ich muss Deep Game, wenn wir Fight forcen wollen. Die haben hier Vision. Die sind reingegangen. Wir können die poken vielleicht. Ja, Speed Rifle holten, ne? Ja. Bam. First target. Doch, ich werde nicht reinjumpen. Ich hab noch Exhaust, ich hab noch Exhaust. Hier wieder Botnet, okay? Die haben mega Nolt. Die pushen Botnet mit Baron. Break ist 37. Hat die TP? Ja, hat sie. Ich hab Hilfe gegen den Champion hier. Lass Botnet in Fight Force, bevor die Stage da ist. Komm. Pauli. Hitch hat TP ab. Müssen mit Freddy spielen, da. Sonst bin ich mega nah. Aber wir müssen halt den Drake. Können wir den Drake fighten jetzt? Ja, wir müssen hier was forcen gerade, ne? 10 Sekunden bis Seju. Ja. Hier auf Q. Nautilus ist relativ low. Ja. Hier lang. Seju wird vielleicht hinter uns. Können wir die Position hier für mich? Ja. TP. Das Seju einfach. Die gehen für mich. Ready? Okay, Damage war vorne weg. Wir müssen auf Kaiser gucken. Ja, ich weiß, das ist nicht gut. Kaiser, ja, ich bin bei dir, ich bin bei dir. Ja, wenn der Kaiser kommt, Kaiser. Jumi ist aber auch gut, dass er verliert jetzt. Ich hab einfach rennen, Dragon abgeben, wenn er rauskommt. Du musst rennen, sonst vielleicht Game. Ja. Ich hab noch meine Nähe ab. Aber ich hab nichts. Ah, dann holt den. Das Game, ne? Das ist leider Game. Ach, shit. Ist das das noch? Na, Freddy sieht 10 ab, oder? Nein, die können ja nicht. Also, ich habe halt diese Armee, ich guess. Noch Nash, ja, die haben die ganzen Minute. Viecher. Kann dann niemals halten. Ich hab nicht, dass ich das halten kann, ne? Ich hab nicht genug Schaden für die drei. Da, ne? Big Play mit Stopwatch, who knows? Okay. Renn da. Auf die Bellwerf hier. Der kommt nicht ins Sonjas. Ich habe in 3 Sekunden Ulti. Nein! Ach, shit, ey. Das war. Leider gethroht. GG. Da ist schon wieder 6-6, ne? Einfach in einem Slump. Das ist so bitter. Aber ist okay. War so ein Free Win, ne? Ja. Tut echt weh. War ein echt totaler Free Win. Shit, ja. Scrimmen wir mehr? Bald? Ich werde down. Gegen gute Teams? Ich glaube, das fehlt uns einfach wirklich sehr. Ja, man merkt es ja. Wir overextenden halt jedes Mal. Ja, genau. Das so ist viele... einfach... Ja, okay. Also machen wir beim nächsten Mal. Ich wünsche euch allen jetzt noch einen schönen Abend. Gute Besserung dir, Tolkien, ne? Auch an Bröki. Wollt ihr nochmal danke fürs Subben, ne? Und Golden Gold, vielen lieben Dank dir. Jo. Und wir hören uns. Jo, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Ciao, macht's gut.